Material. Dauer. Hallo. Von Stuttgart die Welt, der Schuster noch im Arsch steckt. Egal wo die aufhören in Stuttgart, da werden wir sein. Ja. Wir können keiner mehr einladen. Genau. Wir sprechen alle Veranstaltungen. Ja, das ist das Ziel.
Nee, Quatsch. Brücke. Thank you.
Die Lokomotive Stuttgart für eure schöne Musik, dass ihr immer bei unseren Demos seid. Vielen Dank an euch, ihr seid super. Einen Applaus bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Sascha Ebbinghaus von den Parkschützern. Die Montagsdemo ist hiermit offiziell beendet und ich darf Sie hier wieder ganz herzlich begrüßen zum offenen Mikrofon im Anschluss an den Demozug. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Es ist viel passiert. Auch am heutigen Tage ist einiges passiert. Wir haben heute einige interessante Redebeiträge zu den Themen, die uns in der letzten Woche und auch heute bewegt haben. Bevor ich jetzt das Mikrofon freigebe, möchte ich noch auf zwei Termine hinweisen. Das ist einmal am 5. März. Da gibt es nämlich am Technikgebäude um 6.30 Uhr ein großes Frühstück am Technikgebäude. Dort können Sie mit anderen Leuten diskutieren, ins Gespräch kommen, gemeinsam frühstücken und den Sonnenaufgang genießen. Und auf die dritte Laufdemo gegen Stuttgart 21 am 16. März. Das ist ein Samstag. Die Auftaktkundgebung wird um 14.30 Uhr vor dem Hauptbahnhof sein, am Arnulf-Klettplatz. Danach laufen wir dann gemeinsam zu den Zwischenkundgebungsorten, die diesmal das Oberlandesgericht sein werden, das Altenbahn-Bundesamt, das Rathaus am Marktplatz sowie der Endkundgebungsort, die SPD-Zentrale am Wilhelmsplatz.
Ja, jetzt möchte ich das Mikrofon gerne freigeben. Wer von euch beiden macht zuerst? Jetzt kommt der Henning Zierock vom AK Demokratie. Hallo Henning, schön, dass du hier bist. Also. Bin mal hier. Das letzte Mal war der Oettinger auch hier. Ich hab's erwähnt. Ihr wisst ja, das Projekt wieder zum Beleben gebracht hat. Ich will mich auf eine Sache konzentrieren. Das ist der 5. März. Ihr wisst, da ist die Konferenz in Berlin. Der Vorstand trifft sich mit den Regierungsvertretern, um das Projekt weiterzuführen. Es wird ja schon viel in der Zeitung geschrieben. Der Herr Schäuble, der Finanzminister, hat sich geäußert dafür. Also es ist für die eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ob sie es beenden sollen jetzt, weil es ihnen mehr schadet, oder weiterzuführen. Sie haben sich dafür entschieden, das Projekt weiterzuführen. Und jetzt kommt es in dieser Woche darauf an, was wir noch auf die Waagschale legen. Es geht natürlich darüber hinaus, das wird auch den Bundestagswahlkampf begleiten, viele. Aber ich möchte jetzt mit ein paar Sätzen mich darauf konzentrieren, was wir machen können und wo wir nochmal die Waagschale beschweren, damit die Merkel weiß, sie wird mit diesem Projekt es sehr, sehr schwer haben, und zwar nicht nur bis zur Bundestagswahl, je nachdem, wie auch die Dinge sich entwickeln. Wenn man die Nachrichten hört, war ganz gut, heute um 18 Uhr habe ich gehört, da war das von dem Strecker schon mal drin, dass es eine, zwei Minuten im Radio kam in den offiziellen Nachrichten, dass er Klage einreicht gegen trotz Wissens um, um die Teuerung, und dass er sich auch haftbar machen will, die das weitertreiben, das Projekt. Ich war in Berlin bei der Berlinale und habe die Gruppe dort besucht, Schwabenstreich, die wir mal gegründet haben. Das sind ein Gruß aus Berlin, die sind immer am Mittwoch am Tower, und habe jetzt angeregt, dass die das nächste Mal am Montag gleichzeitig demonstrieren mit Verstärkung, fahre auch nach Berlin wieder, damit wir bei der nächsten Montag möglichst eine Live-Schaltung machen. Das heißt einfach Telefon, hallo Berlin, hallo Stuttgart. Weil wir müssen jetzt die Achse Stuttgart-Berlin stärken in dieser Woche, damit die Merkel weiß, die Musik spielt überall, aber gegen sie. Das mit dem Transparent war ja schon ganz gut. Und jetzt leider so. Suppe hat den Strom abgestellt. Du musst doch laut hören, Henning! Nicht jeder ist der Bruno. Also, du bist ja noch ein bisschen größer, du hast einen großen Lautsprecher hier. Also, ich begnüge mich jetzt noch mit zwei, drei Überlegungen. In dieser Woche, ich habe auch angeregt, dass am 5., das ist ein Dienstag, wir dann vor der Bahnzentrale stehen. Also wenn ihr viele Bekannte habt, Schwaben, die sind ja noch unbeliebt, jetzt sind sie immer beliebter geworden nach Stuttgart 21, das war wirklich eine Verbesserung des Image der Schwaben dort in Berlin. Sagt es denen, um 19 Uhr am Mittwoch am Potsdamer Platz vor der DB-Zentrale ist dieser Schwabenstreich, aber der Montag drauf, am 4., da ist es dort, also mobilisiert es. Und wir treffen uns jetzt im Forum 3. Wer also auch noch mitfahren will, es gibt Überlegungen von hier aus. Wir haben ja schon mal einen Zug gehabt nach Berlin. So groß wird es nicht, aber wer etwas machen will, Pressekonferenzen, Aktionen am 4. und 5. in Berlin oder hier, ist eingeladen ins Forum 3. Ich sage auch eins dazu, auch die Leute, die nach Tunis fahren, ihr wisst ja, im Weltsozialforum, da treffen sich übrigens eine große Gruppe um die ganzen Großprojekte Italien, Frankreich, das hängt damit zusammen, auch im Forum 3. Also wer was tun will, heute im Anschluss nach 20 Uhr Forum 3, und dann legen wir nochmal eine Schippe drauf, damit die Merkel merkt, wir sind nicht nur oben, wir bleiben auch dran. Danke. Ja, vielen Dank, Henning Zierock. Jetzt möchte ich das Mikrofon gerne weitergeben an Bruno. Schön, dass du hier bist, Bruno. So, guten Abend zusammen. Ich muss ein bisschen runtergehen, weil das Mikrofon ja ein bisschen klein geraten ist. So, ist besser so, genau. Also normal habe ich eine laute Stimme, man hört mich sehr gut. Aber was heute passiert ist, die Schweinerei im Rosensteinpark ist unter aller Sau auf Schwäbisch, weil hier wurde nicht Buschwerk und kleine Sträucher entfernt, sondern auch Großbäume. Natürlich sagen die einen nur 17 Stück, aber jeder Baum, wo entfernt ist, ist einer schon zu viel. Und vor allem, man sieht ja, man kann jetzt ruhigen Gewissens sagen, amtlich bestätigt, die, wo wir als Lügenpack bezeichnet haben, verdienen auch den Titel Lügenpack. Dazu ist es mal eins. Lügenpack! 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 Und man kann gleich,
Und man kann gleich weiterreden. Ich selber arbeite ja bei der Wilhelma. Mache jetzt am Samstag noch einen Baumerkundungsspaziergang wieder um 14 Uhr bei der Wilhelma Haltestelle von der U14, um den Leuten klarzumachen, was hier am Rosenstein auch weiter an Schandtaten vorbereitet wird, wo die Bevölkerung auch der Leidtragende ist. Aber was momentan auch Sache ist, Kretschmann hat den Landesbeschäftigten groß entgegengesetzt. Es wäre kein einziger Cent für die Tarifverhandlungen der Landesbeschäftigten der Kasse. Wir von Verde, wo ich dabei bin, die Landesbeschäftigten fordern 6,5% mehr Gehalt und 30 Tage Urlaub für jeden. Das wurde abschlägig beschieden. Bis jetzt hat der Arbeitgeber noch kein Angebot auf den Tisch gelegt. Und dann sagt Schäuble so aus dem Bauch heraus, er hätte 2 Milliarden für dieses Wahnsinnsprojekt übrig. Dann sage ich, er soll die 2 Milliarden nehmen und 6,5% geben und die 30 Tage Urlaub. Und auch Kretschmann sagt, für den Führerbahnhof möchte er noch ein paar Millionen locker machen, dann soll er die Millionen uns geben und nicht irgendwo investieren. Was? Übrigens, am 5.3. ist Warnstreik wieder von Verdi angesagt. Und wir können auch anders. Und es geht auch an die Adresse der Polizei da hinten. Es gibt genug Landesbeschäftigten, die im Polizeidienst sind. Und die werden sich an diesem Streik auch beteiligen. Und dann werden wir mal Dienstag Vorschrift machen. Und dann sehen die alle alt aus. Weil wenn der öffentliche Dienst Dienstag Vorschrift machen, dann läuft definitiv nichts mehr in dieser Stadt und in diesem Land. Vielen Dank, Bruno, für deine wahren Worte. Ich gebe jetzt das Mikrofon einfach mal direkt weiter. Hallo. Hallo, ich bin der Hubert, komme aus Böblingen. Liebe verehrte Versammelte hier, die ihr alle da seid, es ist schön, dass ihr da seid und ihr wisst ganz genau, wie ihr mit eurem Gammelfleisch verarscht und verhohnepiepelt werdet. Kann man diesen Leuten CDU und CSU noch über den Weg trauen? Ihr seid diejenigen, die bei der Wahl das nächste Mal das Kreuz auf dem Ding haben, wo auf dem Wahlzettel haben. Wählt bitte nicht wieder diese schwarze Nazi-Bande, denn die gehört einfach weg. Ja, vielen Dank. Dann übergebe ich das Mikrofon an die nächste Sprecherin. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Ich wollte nur sagen, also letzte Woche war eine ganz kleine Meldung in der Stuttgarter Zeitung, dass der Herr Schäuble den Haushalt ausgleichen will aus 2 Milliarden aus unseren Sozialkassen. Und das bringt gar nichts, da regt sich niemand auf. Das sind unsere Gelder, die hier mit anderen Dingen verbracht werden. Ja, vielen Dank. Ja. Sofort. Jetzt kommen wir zu einem Beitrag vom Till. Der war nämlich in Pforzheim zur Verhinderung eines Nazi-Aufmarsches. Und was ihm da widerfahren ist, das kann er, glaube ich, selber am besten in Worte fassen. Das ist unbegreiflich. Till, schön, dass du hier bist. Danke. Liebe Grüße, nein, eiskalte Grüße aus Pforzheim. Wir haben es Gott sei Dank geschafft. Wir wurden zwar gekesselt, jedoch hat die andere Hälfte der Demo es wirklich geschafft, die restlichen Nazis zu blockieren. Es kamen wirklich nur unter 100 Faschos mit den Fackeln auf den Wartberg. Wir haben nicht umsonst gefroren. Eiskalt war's. Und die Vernehmung, das könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Manche hat es eben erwischt, die sind dann mit aufs Polizeirevier gekommen. Ansonsten war das Einzeln immer schön warten, der Reihe nach. Immer Einzelne, immer schön langsam. Wir haben ja alle so viel Zeit. Naja. Die Frau VN bedankt sich absolut. Das war ein absolut gutes Ding. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid. Bis dann. Danke. Ja, vielen Dank, Till.
Jetzt übergebe ich das Mikrofon an die Dagmar. An die Dagmar für den nächsten Beitrag. Dagmar, schön, dass du da bist. Könnt ihr mich alle hören? Ja? Ja. Also heute Morgen war ja wirklich die große Aktion am Rosensteinpark und ich möchte das musikalisch auch ein bisschen bringen. Ein Lied an die Bäume und an den Bahnhof. Ihr habt das ja schon mal gehört. Und anschließend werden wir ja wieder weiter singen mit den Kopfbahnhof-Singers. Sind noch welche da? Ja! Ja, wunderbar. Also, sag mir, wo die Bäume sind. Wo sind sie geblieben? Wer hat den Park zerstört? Was ist geschehen? Sag mir, wo die Bäume sind. Was habt ihr getrieben? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Flügel sind. Wo sind sie geblieben? Wer hat den Bahnhof zerstört? Was ist geschehen? Bagger rissen ihn entzwei. Uns ist das nicht einerlei. Wir fordern Baustopp jetzt. Wir fordern Baustopp jetzt. Sag mir, wann das Ende ist von der Stadtzerstörung. Wenn die Mafia vor dem Richter steht, dann wird's geschehen. Dann fliegt auf die Verschwörung von der Stadtzerstörung. Dann wird man alles verstehen. Dann wird man alles verstehen. Dann wird endlich Frieden sein in der Stadt, die wir lieben. Und ein neues Leben beginnt, dann werden wir sehen. Die Zerstörer wir vertrieben aus der Stadt, die wir lieben. Und dann wird alles schön, und dann wird alles schön. Oben bleiben! Vielen Dank, Dagmar, für deinen Beitrag. Jetzt möchte noch mal der Till kurz sprechen. Der hat noch was Wichtiges zu sagen zum Thema Antifaschismus. Einen kurzen Nachsatz zu Pforzheim. Ein 13-jähriger Antifaschist wurde von der Polizei brutal zusammengeprügelt, weil sie kein besseres Opfer gefunden haben. Entweder suchen sie sich alte oder junge Menschen raus, die zu schwach sind. Und dann wird drauf eingeschlagen. Das wollte ich nur noch bemerken. Es war eine Riesensauerei. Danke, Till. Jetzt kommt nochmal ein musikalischer Beitrag und.